Hier war das. Genau hier. Und yes! Unser letztes Bonusfass, Leute. Ah ja, okay. Ein Schwertfisch. Hatten wir zwei oder? Bekommen wir noch eine Bonusrunde? Hier? Ja. Ja. Eigentlich braucht ihr euch gar nicht so zu freuen. Ihr werdet sowieso keinen weiteren Fisch bekommen. So. Dann wackeln wir mal raus. Ausrufezeichen. Gut. Dann haben wir es soweit geschafft. Denke ich mal. Speichern wir. Und gucken, wie es aussieht. Was? 100. Nee, Moment mal. Man kann hier aber 101% bekommen, oder? Spiel, jetzt verarsch mich nicht. Jetzt verarsch mich nicht. Ich habe mich so angestrengt. Verarsch mich nicht. Ernsthaft. Haben wir irgendwas vergessen? Oder müssen wir nochmal den Endboss besiegen? Haben wir hier irgendwo... Wir haben doch überall 100%. Also überall. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, beim Endboss nicht, also... Aber da kriegt man doch kein Ausrufezeichen. Oder doch? Das kann nicht sein, dass alle Endbosse als 1% zählen. Nein. Aber ich habe hier noch nichts vergessen. Ernsthaft. Wenn ich jetzt irgendeinen Dreck vergessen haben sollte, irgendwas total Bescheuertes, ich lese das gleich nach. Ich habe keine Lust, noch länger zu suchen. Dann lese ich das nach. Nee, wir haben hier überall unsere Ausrufezeichen. Was ist das denn? Zurück. Wieso haben wir hier kein Ausrufezeichen? Ich habe die Runde doch aufgenommen. Moment mal, wo war hier? Ich glaube, wir können besser hier rein. So. Ach nee, das ist direkt vorm Ende. Gut. Oh! Oh, wir haben ja nur noch ein Leben. Okay, jetzt mal ganz vorsichtig. Noch einmal sterben und alles ist vorbei. So. Könnte höchstens sein, dass ich den falschen Save State geladen habe. Denn ja, wie schon mal gesagt, ich mache ja immer Save States jedes Mal, wenn ich eine Videoaufnahme beende. Und oh oh. Oh oh. Ich könnte es mir höchstens so erklären, dass ich diesen Save State einmal falsch gesetzt habe oder falsch geladen habe. Und somit war das Ausrufezeichen dann weg. Oh. Hälfte. Brauchen wir die Hälfte überhaupt? Ja, da wäre eine Runde, aber die Runde brauchen wir nicht. Wir brauchen den Reifen. Da ist er, genau. Reifen in die Ecke. In die... Ja. So, ah, Gott, ich habe mein letztes Leben. Krokodil-Arschloch. Und hoch. Genau. Leben? Nein, kein Leben. Aber... Raus hier, sofort raus. Ja, Ausrufezeichen. Speichern. Yeah! 101%! Wir haben es geschafft. Hat sich die ganze Arbeit und die ganze Mühe doch noch gelohnt. Das einzig Blöde... Irgendwie habe ich jetzt keinen Abspann. Wisst ihr was? Egal. Egal. Ich werde jetzt in mein Fassflugzeug steigen. Und den Endboss nochmal fertig machen. Ich will gefälligst einen Abspann haben. So.
Zumindest ist die Musik wieder geil. Ja, ich höre schon auf zu singen, ist ja okay. Gott! Letztes Leben! Das große Finale! Mit dem letzten Leben! Okay, so schwer ist der eigentlich nicht. Oh, wie kann sowas Fettes so schnell sein? Ich wundere mich immer wieder. Hier springt er wieder. Gut. Oh, so. Du wirst so auf dem Boden liegen, Krokodil. Und hopp. Mit deinem schmutzigen Cape und einer verbogenen Krone. Außerdem hast du üblen Überbiss. Nur mal so, by the way. So. Oh. Ich hab die Kanonenkugel auf meiner Seite. Hopp, bams. Gut. Einmal hin. Einmal zurück. Und wieder einmal hin. Und auf die Fresse. Bams. Ja, du stehst wieder auf, das weiß ich. So, unser kleiner Vorabspann. In tiefer Dankbarkeit an Codierung, Claptrap, Charaktere, Crusher, Kunst, Critter, Concept, Klump, Kommando, King K. Rool. Ich glaube, in einem anderen Teil heißt der Typ King K. Cool, oder? Wie dem auch sei. Ende. Fragezeichen. Und, oh mein Gott, der steht wieder auf, oh mein Gott. Geil, ja. Kabams! Oh! So. Kabams! Einmal noch. Oh, das war knapp. Jetzt! Und auf die Fresse! Badams! Und es fällt eine Banane vom Himmel. Warum auch nicht? Ach, gut gemacht, mein Junge. Hätte ich die Kunststapel gar nicht zugetraut. Nee, das hätte ich nicht. Die ganze Horde Creme nicht ganz alleine fertig gemacht, da lacht der stolze Opa-Herz. Naja, ich muss das sagen. Ich bin dazu gezwungen. Schau mal in deinem Lager nach. Du könntest eine nette Überraschung erleben. Ja, die Bananen sind immer noch da. Was für ein toller Spieler du bist, Junge. Du hast die Gremlings richtig blamiert. Oh ja, das hast du. Und dann hast du auch noch alles gefunden. Du bist fast so gut wie ich. Ja, nur fast. Ich hätte 102% geschafft. In der halben Zeit. Ja, wir haben ein Leben, aber dafür haufenweise Bananen. So muss es sein. Und der Abspann wieder. Ich weiß es gar nicht. Kriegen wir einen anderen Abspann? Ich meine, das wäre ja nicht schlecht. Wir haben uns 101% verdient. Eigentlich verdienen wir einen anderen Abspann. Aber das sieht irgendwie noch ziemlich gleich aus. Ja, sieht ehrlich gesagt... Es sieht genau gleich aus. Gut. Dann würde ich sagen, beginne ich jetzt mal mit meinem Spielresümee. Wie ich es bei jedem Abspann tue. Und zwar Donkey Kong Country. Meiner Meinung nach... wirklich eines, okay, man glaubt es mir jetzt vielleicht nicht, wenn ich sage, aber wirklich eines der besten SNES-Spiele. Ich habe das Spiel über, wie bei allen anderen Spielen auch, mehr geflucht als alles andere und mich beschwert, vor allem über Donkey. Aber alleine die Grafik für ein altes SNES-Spiel und die Futures und allein, dass man hier 100% bekommen kann, also dass man nach Bonusrunden suchen muss, dass man Geheimnisse finden muss, um 100% zu bekommen. Also richtig, dass man richtig eine Aufgabe hat, das Spiel über. Das ist auch das, was ich bei Sonic so ein bisschen schade finde. Bei Sonic kann man sowas nicht. Man kann zwar die 6 Chaos Emeralds bekommen, aber das war's auch schon. Bei Sonic ist eigentlich ein sehr lineares Durchlaufen. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich bei Mario und auch bei Donkey Kong um einiges besser, dass man halt Geheimnisse entdecken muss. Sowas. Das gefällt mir richtig gut. Dann muss ich sagen, zur Steuerung, ja,
das ist so meiner Meinung nach das größte Manko an dem Spiel, oder ich bin einfach nur zu schlecht und komme mit Donkey Kong nicht klar. Aber ich finde gerade Donkey Kong, unser Hauptcharakter hier, Donkey Kong ist schwerfällig, er ist langsam, er kann nicht so hoch springen, das sind alles Nachteile. Die einzigen Vorteile, die Donkey Kong eigentlich hat, ist, dass er diesen komischen Move da machen kann, wo er auf den Boden klatscht, der anscheinend überhaupt gar nichts bringt. Und dass er halt stärkere Gegner durch Kopfsprung töten kann. Wobei das gilt im Grunde nur für Crusher und für Klump. Alles andere kann auch Diddy töten, beziehungsweise Klump kann sogar Diddy töten. Nur halt dadurch, dass er ihn überrollt. Und Crusher, ich meine, gut, wie oft kommt in Spielen ein Crusher vor? Und so schnell sind die auch nicht. Man kann auch einfach nur drüber springen und fertig. Also ich finde, bei Donkey Kong Country 1 ist Donkey Kong gerade hier der Star des Spiels. Doch ein bisschen schlecht inszeniert. Er ist ein bisschen schwerfällig. Ein bisschen unnütz. Ich finde, Diddy kann man um einiges besser spielen als Donkey Kong. Aber vielleicht ist das doch Ansichtssache, ich weiß es nicht. Entscheidet selber. Spielt Donkey Kong Country 1 und entscheidet selber. Dann zu meinen nächsten Projekten. Jetzt kommt, wie schon mal gesagt, endlich Resident Evil Teil 4. Also Resident Evil 4. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. Ich habe, wie gesagt, einen neuen PC. Und hoffen wir das Beste. Was ich aber noch sagen muss, ist, dass mit Donkey Kong 1 die Donkey Kong-Reihe natürlich nicht zu Ende ist. Ich werde auch noch Donkey Kong Country 2 und Donkey Kong Country 3 Let's Playen auf 102 und auf 103%. Insofern ich nicht irgendwie aufgehalten oder aus dem Verkehr gezogen werde durch, was weiß ich, mir illegales ROMs runterladen, irgendwie für 10 Jahre Knast muss oder so. Was ich aber nicht glaube. Und dann wird es irgendwann mit Donkey Kong Country weitergehen. Und ich hoffe ja, dass ich zumindest Donkey Kong Country 2 und 3 ohne Komplettlösung schaffe. Also gut, ich habe hier auch nur zweimal reingeguckt, aber es ist mir eigentlich schon zu viel. Ich bin so kleiner Perfektionist, was sowas angeht. Ich muss es immer alles selber herausfinden, selber schaffen. Und ich gucke halt sehr, sehr, sehr ungerne in Komplettlösungen, benutze Save States oder irgend sowas. Deswegen, ich bin da immer sehr genau. Und Donkey Kong Country 3 habe ich früher schon auf 103% gespielt. Ich habe es auch geschafft, alleine. Gut, damals hatte ich auch keine Komplettlösung, als ich irgendwie 9 Jahre alt war oder so. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass man sogar 105% bekommen kann, indem man einfach das Mittelfass nicht betätigt und auch kein einziges Donkey Kong Fass öffnet. Somit soll man 105% bekommen am Ende. Wobei, ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Gut, vielleicht ist es möglich, aber das ist ja sowas von schwierig dann. Nee, das muss ich mir nicht antun. Das ist kein schönes Spiel mehr. Also Donkey Kong Country 3, 103%. Und Donkey Kong Country 2, 102%. So. Ja, wobei Donkey Kong Country 3, da hatte ich früher auch den kleinen Anreiz dazu, es auf 103% zu spielen. Oh. Der Abspann ist vorbei. Ich habe zu lang geredet. Hatte ich den kleinen Anreiz, es auf 103% zu spielen, weil meine Kassette halt gebraucht war und da bereits ein Spielstand vorhanden war mit 103%. Ich glaube, bei Donkey Kong Country 2 war das nicht der Fall. Aber das ist nicht mehr so wichtig. Wir befinden uns am Ende und was kann ich zum Spiel noch sagen? Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es selber mal zu spielen. Es macht wirklich Spaß. Jetzt irritiert mich Donkey Kong gerade so ein bisschen, aber das war ja das ganze Spiel über so. Es ist schön, es ist ein schönes Spiel, vor allem für die, ich will jetzt nicht sagen ältere Generation, aber für die, die mit dem Super Nintendo aufgewachsen sind, wirklich ein Muss. Ja. Und jetzt hängt sie gerade mein PC auf. Das ist cool. Nee. Ich glaube, an dieser Stelle habe ich genug gesagt. Es folgt jetzt Resident Evil 4. Und ich verabschiede mich und hoffe, dass euch mein Let's Play gefallen hat. Dass euch Donkey Kong gefallen hat. Also dann, bis zum nächsten Mal und adieu!